Moin. Ja, Lidl hatte so richtig schöne Wurfkleider, ziemlich groß, für, weiß ich, 7,99 glaube ich. Und so einen musste ich mal auf Etsy umbauen. Gibt schon ein paar mehr, die das gemacht haben, also eigentlich nichts Neues. Aber ich glaube, das ist trotzdem für den einen oder anderen von euch interessant. Ja, das ist das gute Stück. Und in RC sieht das Ganze so aus. Ja, der hat, ich komme mal ein bisschen näher, sieht man es besser. Der hat dort ein Servo bekommen. Und dort hinten auch noch eins fürs Höhenruder. Außerdem einen gedruckten Motorhalter. Ich hatte erst überlegt, den einfach nur vorne drauf zu klatschen, den Motor. Aber ich fand es so irgendwie netter. Was gibt es noch zu sagen? Blödes Licht heute. Ich habe hier hinten einmal reingefräst und einen Carbonstab reingesetzt, damit das Ganze ein bisschen verwindungssteifer ist hier. Das gleiche habe ich hier beim Flügel gemacht. Außerdem dann einfach die Querruder ausgeschnitten und die Elektronik hat hier Platz. Da sieht es ein bisschen wüst drin aus, aber das ist egal, das sieht man beim Fliegen nicht. Na, jetzt kommt der Empfänger da nicht wieder raus. Also da musste ordentlich Platz gemacht werden. Der Akku sitzt relativ tief drin, weil ich da eine 1400er 3S drin habe. Und der Motor ist ein Racestar. Das ist eigentlich einer von den Koptern. Genauso wie der Propeller. Aber der fliegt soweit ganz gut. Das zeige ich euch jetzt noch kurz. Und dann ist das Video auch schon vorbei. So, Akku ist angestöpselt. Querruder. Höhenruder. Und Vollgas. Ich weiß gar nicht, ob ihr den jetzt die ganze Zeit seht. Wahrscheinlich viel zu weit weg. Aber ich bin mit dem Umbau soweit zufrieden. Da ist er wieder. Ja, freuen würde ich mich über ein paar Kommentare. Auch was ihr gerne noch mal weiteres sehen wollt von mir. Eventuell mal die Werkstatt oder irgendwas. Und gebt mal einen Daumen hoch und ein Abo. Das wäre nett. Bis zum nächsten Mal. Ciao.